Wir stehen also jetzt hier in der Schwanenburg. Die Schwanenburg ist schon sehr alt. Sie ist also kurz nach 1000 erbaut worden. Das heißt, sie ist fast 1000 Jahre alt. Und entsprechend hat sie sich natürlich im Laufe der Zeit sehr verändert. Verändert hat sich auch die Nutzung. Ursprünglich war die Burg mal die Residenz der Grafen, der Herzöge von Kleve, dann der Kurfürsten von Brandenburg und der preußischen Könige. Heute ist hier das Gericht untergebracht, das Amts- und das Landgericht. Und auch das hat schon eine lange Tradition. Das ist nämlich jetzt auch schon seit 200 Jahren hier. Alles, was hier um den inneren Burghof zu sehen ist, das beherbergte das Gericht. Und der äußere Burghof, da gehen wir gleich dann auch noch hin, das war das Klever Gefängnis. Man sieht hier die Tür, die also eindeutig eine Gefängnistür ist. Und an dem Raum, in dem man da mal reingucken kann, kann man auch noch erahnen, dass das mal ein Gefängnisraum gewesen ist, auch wenn er heute eine andere Nutzung hat. Allerdings war der gesamte äußere Burgbereich damals Gefängnis. Es gab eine hohe Gefängnismauer, da wo jetzt das kleine Mäuerchen ist, war eine 5,5 Meter hohe Gefängnismauer. Davor war der Gefängnishof. Wir stehen jetzt hier im Familiengerichtssaal. Man sieht schon, das Ganze hat hier einen runden Tisch, also eher so eine Art Verhandlungsatmosphäre. Die Verfahrensbeteiligten, die bringen auch häufig Kinder mit und die Kinder müssen dann in dieser Situation auch versorgt werden. Und deswegen haben wir hier in der Ecke auch eine kleine Spielecke. Es gibt hier keinen Angeklagten, wie man das im Strafverfahren kennt. Man will mit den Beteiligten ins Gespräch kommen und auch möglicherweise einvernehmliche Lösungen herbeiführen. Zum Beispiel Scheidungsverfahren werden hier durchgeführt oder Unterhaltsstreitigkeiten, Sorgerechtsstreitigkeiten, alles so in der Richtung. Hier im Schwurgerichtssaal finden größere Strafverfahren statt vor den hier tätigen Strafkammern. Hier vorne ist die sogenannte Richtertheke. Da sitzt in der Mitte der Vorsitzende und rechts und links davon die beiden Beisitzer. Links sitzt der Protokollführer, hier auf der anderen Seite zum Fenster hin der Staatsanwalt. Der Angeklagte sitzt hier vorne hinter der Balustrade aus Sicherheitsgründen und vor ihm sitzen die Verteidiger. Hier vorne ist der Zeugenstand, also hier sitzt der Zeuge, der dann vernommen wird. Auf der anderen Seite können auch noch Verteidiger sitzen, aber auch Sachverständige. Sind wir hier in der Bücherei, in Schwanenturm selbst. Direkt darüber ist auch das Museum vom Schwanenturm und hier kann man nur noch gut erkennen, wie dick diese Mauern sind, stellenweise bis zu 3 Meter Stärke. An Reparaturarbeiten kann ich selbst nicht viel machen, weil ich darf nur machen, die in meinem erlernten Beruf sind. Es ist halt Maler und Lackierer. Ich darf zum Beispiel selbst keine Elektroarbeiten oder Sanitärarbeiten ausführen, dafür muss ich dann Firmen beauftragen, die Vertragsfirmen, und die muss ich dann beaufsichtigen und muss dann auch dabei sein, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Ich muss grundsätzlich mitlaufen. Ich kann den Handwerker nicht sagen, du gehst jetzt bitte nach Zimmer B103. Er wird es nie finden. Ist sehr schön. Kann nur jeden raten, mal reinzukommen.